Servus, meine lieben Freunde der E-Mobilität. Der eCannonball, kennt ihr den? Ich glaube schon. Für die, die ihn nicht kennen, noch wichtiger, bleibt dran. Alle Neuigkeiten, alle aktuellen Informationen gibt's nach dem Intro. Servus, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Enercap. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Gut, ganz schnell, um was geht's hier? Der eCannonball ist eine Verbrauchsvergleichsfahrt mit Elektroautos. Elektroauto-Rallye kann man auch noch sagen, es ist definitiv kein Rennen. Rennen auf der Straße sind verboten. Gut, es geht darum, von A nach B möglichst schnell zu kommen. Man fährt in vier verschiedenen Fahrzeugkategorien. Elektromotorräder sind dieses Jahr auch neu dabei und man muss mit einem bestimmten Akkustand starten und mit einem bestimmten Akkustand ankommen. Kommt man mit zu geringem Akkustand an oder fährt mit zu hohem los, gibt es Strafpunkte, ebenso wenn man die Straßenverkehrsordnung überschreitet. Es wird das gesamte Rennen getrackt, umfangreich getrackt. Mein Beifahrer Andreas Hammerschmidt baut dieses Tracking-System, macht selbst die Tracker, programmiert die Software. Ihr könnt euch auf ein tolles Live-Event freuen. Es gibt eine Übertragung während der gesamten Fahrt. Das wird über 12 Stunden dauern. 6 Uhr in der Früh am Samstag, am 25.09. geht die eigentliche Fahrt los. Gestaffelt, das sind ja doch viele Fahrzeuge, 70, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das wird eine Zeit lang dauern. Im, glaube ich, 2-Minuten-Intervall geht es dann weg. Und ja, dann muss man natürlich seine Taktik haben, weil man muss zwischenladen. Außer die schwächsten Fahrzeugklassen, die dürfen direkt fahren. Alle anderen müssen wahrscheinlich zwei Sonderprüfungen, letztes Jahr waren es zwei, bestreiten. Das verursacht in der Regel auch noch natürlich Umwege. Und man muss auf jeden Fall zwischenladen, denn mit dem, was man da an Handicap, also Akkustand beim Wegfahren und Ankommen einhalten muss, schafft man es auf gar keinen Fall durchzufahren. Laden ist wichtig, die richtige Geschwindigkeit, die richtigen Lader raussuchen, eine Portion Glück gehört natürlich auch dazu. Damit das für euch alles spannender wird, gibt es am Freitag davor, also am 24.09. ab 12 Uhr im Hotel Van der Valk in Berlin, einen Park Fermé. Da werdet ihr alle Fahrer, alle Autos anschauen können. Ihr könnt sprechen mit den Fahrern, mit den Autos noch nicht. Aber ihr werdet auch zwei, man kann schon sagen, Stars, die dieses Jahr dabei sind, treffen. Und zwar Harald Frenzen, für die etwas Älteren, die können sich noch sehr gut erinnern. Ehemaliger Formel 1 Fahrer und ja, ein sehr sympathischer Mensch, voll auf Elektromobilität, und Alexander Bloch von Automotorsport, das ist der Beifahrer, der Co. von Heinz Harald, der wird auch dabei sein. Klasse Sache, echt genial, freut mich wahnsinnig, dass so prominente Teilnehmer dabei sind. Das wertet die Veranstaltung nochmal auf. Wir sind Goldsponsor, sind auch dabei und ja, ich werde das Auto gemeinsam mit dem Andreas pilotieren, einen Ioniq 5 All-Wheel Drive mit dem großen Akku. Mal sehen, ob wir realistische Chancen haben. Die Ladekurve haben wir heute mal kurz mit einem Leihwagen getestet. Brutal, wirklich unglaublich, wie super der Ioniq 5 lädt. Hat uns schon mal sehr begeistert. Okay, wie gesagt, 24. Da ist der Park Fermé. Freitag ab 12 Uhr mittags, Hotel Van der Valk in Berlin. Und die Ankunft ist dann am Samstag, am Nachmittag. Irgendwann werden die ersten eintrudeln. Und zwar ist das Infinity Hotel, findet ihr auch. Ich gebe euch alles unten rein, die Links, die Adressen, den Link zur eCannonball-Seite für die, die nicht wissen, was das ist. Schaut euch das an, es wird eine Live-Übertragung über die gesamte Zeit geben. War letztes Jahr wirklich genial gemacht, sehr, sehr spannend. Ja, und wir hoffen, dass wir vielleicht nicht die Letzten werden. Mal sehen, wie realistisch unsere Chancen sind. Da fahren natürlich auch ganz, ganz starke Fahrzeuge mit. Übrigens, seit heute wissen wir auch, dass der Elektro-Nachfolger des legendären Opel Manta auch noch dabei ist. Das Auto sieht ja sehr, sehr, einzigartig und sehr kontroversiell aus. Ich weiß, das spaltet die Gemüter, das, da gibt es welche, die sagen, finde ich wahnsinnig cool, und andere sagen, geht überhaupt nicht, aber das war ja immer schon so mit diesem Auto. Jedenfalls super, ihr werdet einiges dort erleben können. Model Y wird auch eines dabei sein und ein EQS wird dabei sein und wirklich sehr schön breit durch die ganze Palette, viele Fahrzeuge. Das wird sehr spannend.
Ich hoffe, wir sehen uns, zumindest online. Ich werde auch selbst ein paar Videos sicher machen. Ich werde versuchen, live auch zu übertragen, sofern es das Handynetz zulässt. Und so wie letztes Jahr habe ich auch gemacht. Macht euch bereit, könnt ihr ein bisschen verfolgen. Vor allem während der Fahrt möchte ich das machen. Was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt, wie gesagt, am Freitag und am Samstag dann uns auch live erleben. Falls ihr aus der Gegend Berlin oder Gegend München seid, dann kommt doch vorbei. In München gibt es auch noch eine Elektroauto-Messe, die ist da auch noch sozusagen angeschlossen. Falls ihr da auch noch irgendwas ausstellen wollt, dann schaut auf die eCannonball-Seite. Auch das könnt ihr noch machen. Da werden noch Aussteller gesucht. Ich freue mich extrem drauf. Ist ja nicht mal mehr ein Monat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim eCannonball, aber auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.